and I will never come back to you. You'll be fine without me. One of us had to go. One of us had to go. Die ersten 85 Seiten von Heartland gelesen und ich würde sagen, dass ich noch lange nicht sagen kann, worum es hier in Gänze geht, aber ich habe doch schon so einen ersten kleinen Einblick gewonnen. Ich habe echt das Gefühl, der erste Teil, denn damit bin ich jetzt durch, das ist in verschiedene Teile aufgesplittet und der erste Teil heißt Die Wellen, den habe ich jetzt heute beendet und ich habe das Gefühl, das Ganze war so eine Art war eine etwas längere Einführung in die Geschichte. Das heißt, wir haben den Protagonisten kennengelernt, sein Umfeld, sowohl familial als auch was die Freunde betrifft. Wir haben kleine Hinweise schon vom Erzähler bekommen, auf was das Ganze hinauslaufen könnte, welche Probleme auftreten könnten, was im Kopf und auch in der Gefühlswelt des Protagonisten vor sich geht und ja, ich muss sagen, der erste Eindruck, der stimmt. Der Erzähler ist der Protagonist selbst, allerdings erzählt er von einem gewissen Punkt zu uns und zwar über die Vergangenheit. Das heißt, alles, was wir hier erfahren, das ist quasi passiert und demnach weiß der Erzähler auch noch aktuell mehr als ich. Er weiß, was passieren wird. Das lässt er mich auch manchmal ganz gern spüren, wenn er dann sowas sagt wie, aber der Tag sollte noch alles verändern, so in dem Stil. Nichtsdestotrotz ist der Erzähler jünger und ich finde, das ist sehr authentisch gemacht. Also der Erzähler, dem nehme ich das total ab. Allein schon die Sprache, die hier verwendet wird, erinnert mich sehr an, ja, so dieses jugendliche Alter, 15, 16, 17 Jahre alter Junge erklärt oder erzählt eben von einem Sommer und was ihm in diesem Sommer widerfahren ist. Ich dachte mir, bevor ich jetzt hier groß weiter analysiere, weil ich merke, ich gehe ja gerade schon voll rein, wollte ich gar nicht, vielleicht nach jetzigem Stand, worum es etwa in diesem Roman geht oder gehen könnte. Ich bin ja, wie gesagt, noch am Anfang. Sam ist 15, bald 16 und er lebt in Amerika, Missouri. Und in Amerika gibt es immer sehr lange Sommerferien. Das ist ganz anders als bei uns in Deutschland, wo wir so verschiedene kleine Ferien haben. Das Größte sind aber auch bei uns die Sommerferien. Nur in Amerika, da ist das nochmal viel länger. Ich glaube, etwa 3 Monate rum, kann das sein.
Jedenfalls hat er diese Sommerferien vor sich und er beschließt, mutig zu sein und verschiedene Dinge in Angriff zu nehmen. Und dazu zählt zum Beispiel auch Freunde finden, denn Sam ist, man kann es so sagen, ein Außenseiter. Ich mag das Wort nicht immer, also das stigmatisiert immer so direkt, aber steht auch auf dem Buchrücken, deswegen ich verwende das jetzt, er ist ein Außenseiter. Und hinzu kommt nicht nur, dass er aktuell keine Freunde hat, sondern dass auch in der Familie es gerade nicht so gut geht oder gut läuft. Seine Mutter ist nämlich krank. Da ist ein ganz schöner Druck auch von zu Hause aus natürlich. Und was jetzt passiert, ist, dass er neue Freunde findet und diesen Sommer eben wirklich mal erlebt. Und das als Teil einer Gruppe, in der er sich sehr, sehr, sehr wohl fühlt. Zumindest ist das jetzt, was ich sagen würde. Ich bin gespannt, was noch passieren wird. Denn hier wird immer mal wieder geteasert und auch der Erzähler hat mir das schon unter die Nase gerieben, dass noch irgendwas passieren wird. Da ist so eine Art schlechte Vorahnung. Und Benedict Wells ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er richtig rosige Romane schreibt, sondern, und das mag ich ja, diese Melange, also diese, deutsches Wort bitte, diese Mixtur aus Schönem und auch Traurigem. Für mich macht das tatsächlich auch so ein bisschen das Leben aus, diese Parallelität von schön und schlecht, von glücklich und traurig. Und das finde ich hier sehr, sehr wieder. Generell habe ich hier direkt das Gefühl, hier ist diese gewisse Melancholie wieder mit drin. Die schwingt da in jedem Satz. Und die Gefühlswelt unseres Protagonisten ist richtig toll geschildert. Ich bin sehr begeistert, einfach weil das sich richtig echt anfühlt. Und ich will es jetzt hier nicht unbedingt damit messen oder sagen, das ist genauso. Aber die Gefühle, die dieser Roman in mir weckt, die sind sehr, sehr ähnlich wie der Roman Das also ist mein Leben, beziehungsweise The Perks of Being a Wallflower von Stephen Chbosky. Ähnliche Themen, tatsächlich, wenn ich jetzt so überlege, werden da ähnliche Bilder verwendet. Ich meine, ist auch nicht so schwer, weil beide Romane oder Geschichten spielen in den USA um die 90er Jahre rum. Und unsere Figur ist ein junger Kerl, der versucht herauszufinden, wer er ist, in der Pubertät steckt, der nicht so viele Freunde hat, sich nicht so unbedingt dazugehörig fühlt und gerade auf der Suche ist nach dem, wozu er gehört. Und das sind Dinge, die mich immer sehr ansprechen, weil ich sie immer auch selbst gefühlt habe. Also die Suche, wer ist man, wo will man hin, das begleitet mich ja immer noch, auch wenn ich nicht mehr in diesem Alter bin und auch nicht mehr zur Schule gehe. Und es hat mich deswegen aber sehr von dem Stil auch, von der Erzählweise an diese Geschichte, The Perks of Being a Wallflower von Stephen Chbosky erinnert. Und ich liebe diesen Film, muss ich jetzt noch direkt dazu sagen. Ja, ich bin also guter Dinge. Ich habe leider, wie gesagt, diese kleine Vorahnung, dass da noch irgendwas weniger Schönes passieren wird. Und das könnte diesen Sommer trüben. Aber vielleicht habe ich auch Unrecht. Vielleicht denkt sich Benedict Wells, nein, dieses Mal werde ich in eine ganz andere Richtung gehen. Aber wahrscheinlich eher nicht, weil hinten drauf steht, bis etwas passiert, das ihn zwingt, erwachsen zu werden. Und das wird vermutlich nicht sein, dass er... was könnte es nicht sein? Ist das deprimierend? Mir fällt nichts Positives, so Positives ein, dass er alles bekommt, was er sich hier erhofft hat, dass er alle Probleme, die er hat, alle Ängste, die er hat, dass die sich in Luft auflösen? Ich fürchte nicht. Hier sind auch auf jeden Fall schon viele Themen angesprochen worden, die interessant sein könnten. Rassismus, Angst und Panik, der Tod, Liebe, die erste Liebe, gehört dazu. Aber auch Liebe im Sinne von familiäre Liebe. Sehr viel. Da steckt auf den ersten 80 Seiten schon richtig viel drin. Ich bin also gespannt, was da jetzt noch alles kommen wird. Und da wird noch viel kommen, weil wir sind hier nicht mal im ersten Drittel. Nicht mal das habe ich jetzt geschafft. Und damit will ich nicht sagen, dass ich jetzt enttäuscht bin von der Leseleistung, sondern ich will damit sagen, hier wartet noch einiges. Und das ist einfach so verrückt, denn als ich gelesen habe, dass dieses Buch wieder um die 300 Seiten hat, habe ich erst gedacht, ach nee, schon wieder so kurz, wieso? Aber auf der anderen Seite schafft es der Autor, immer auf so wenig Seiten so viel zu verpacken oder reinzustecken. Und das ist dann auch wieder die Kunst. Nicht Quantität, sondern Qualität, wie es so schön heißt im Studium, immer wieder, generell, wenn man lernt, wenn man arbeitet.
Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, aber es gibt gewisse Themen, die sich bei Benedict Wells nicht nur durch einen Roman ziehen, sondern die die Romane untereinander verbinden. Und ein so ein Thema ist auf jeden Fall Kindheit. Und da gibt es hier auch schon wieder das ein oder andere schöne Zitat. Auf Seite 32 zum Beispiel. Eine Weile war es still, dann kuschelte ich mich an sie. Ich wusste, dass ich zu alt dafür war, trotzdem war es schön. Denn so sehr es nervte, wenn Mom mich wie einen kleinen Jungen behandelte, in den vergangenen Jahren hatte es nicht gerade viele behütete Kindheitmomente gegeben. Wenn ich einen entdeckte, stürzte ich mich darauf und gab ihn um nichts in der Welt wieder her. Das finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Genauso wie das dann später auf die Frage geantwortet wird, wie sehr ändern wir uns denn, wenn wir älter werden? Und bleibt ein Kern zurück, oder ja doch, existiert immer noch der Kern der Kindheit? Also, Moment, die Frage lautete, glaubst du, man kann sich wirklich ändern? Und die Mutter sagt dann, ich glaube nicht, dass man sich komplett ändern kann. Und dann geht's weiter und dann sagt sie nämlich, aber daneben, also neben der älteren Version, wird es auch immer noch den Sam von jetzt geben. Und das ist gut so. Sie stand auf. Denn den habe ich lieb. Und das fand ich auch richtig schön. Und da bin ich auch jedes Mal wieder entzückt, dass Benedict Wells solche wichtigen und allgegenwärtigen Themen aufgreift und auch in Gespräche dann einflechtet. Wie zum Beispiel hier im Gespräch zwischen Mutter und Sohn. Und ja, das nicht nur zwischen diesen beiden Personen existiert, sondern auch mir und meiner Mutter als Beispiel passieren könnte. So. Und das mag ich, weil dadurch hat man so viel Gegenwarts- oder Alltagsbezug und dadurch ist man einfach noch intensiver in der Geschichte direkt drin. Das mag ich an Benedict Wells. Der schafft es, den Alltag so besonders zu beschreiben und das aber nicht auf eine total überdrehte und kitschige und unnatürliche Weise, sondern ja, ich mag das Thema Kindheit, das Thema Erwachsenwerden, dieses, was ich am Coming-of-Age-Roman liebe, das bekomme ich hier bis jetzt sehr. Und ich bin richtig, richtig gespannt. Irgendwo will ich auch gar nicht wissen, was weiter passiert. Ich habe kein gutes Gefühl. Naja. Und dann gibt es noch ein Zitat, was tatsächlich ein bisschen weiter vorher ist, aber auch noch auf Seite 32. Das hänge ich jetzt auch noch mit hier rein, was mir sehr gut gefallen hat. Das thematisiert auch dieses sich verändern und vielleicht auch zum Beispiel, wenn man von der Schule in die Uni geht, also hier Highschool und dann zum College wechselt, dann gibt es ja auch ganz oft diese Idee, dass man sich neu erfindet und die Mutter hat natürlich auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht und ich fand ganz toll, wie die beiden dann, also Sam und seine Mutter darüber sprechen, wie sie aus Angst erst kneifen wollte und sich dann überwunden hatte. Weil ja, im College niemand wusste, dass sie eigentlich eher schüchtern war. Außer mir. Aber was, wenn ich mich da zufällig irrte? Und das finde ich auch eine richtig coole Idee, dass man sagt, ja, ich bin schüchtern. Aber vielleicht irre ich mich auch, vielleicht bin ich ja gar nicht schüchtern. Und dass man dann was Neues ausprobiert und darüber versucht herauszufinden, ob man vielleicht auch mutig ist oder ob man eben mit den richtigen Leuten beispielsweise extrovertiert ist. Ich finde das richtig toll. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert. Diese Dialoge aus dem Leben gegriffen, die allerdings bedeutungsschwerer sind. Und ja, sehr toll. Der nächste Teil heißt Der Ball in der Luft. Und den werde ich aber heute nicht mehr lesen. Bin müde, werde jetzt wahrscheinlich schlafen gehen und vielleicht noch was anderes kurz lesen. Diesen Roman muss ich mir einfach schön einteilen, ja. Hab lange auf ihn gewartet. Ich werde euch dann quasi wieder dazu holen, wenn wir hier weiterlesen. Gute Nacht!